Gegenstandsnummer SCP-166. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-166 kann sicher in einer Umgebung mit minimaler Sicherheit untergebracht werden. Seitdem ist SCP-166 in einer Standard-Suite der Klasse B in Standort 17 untergebracht, welche die folgenden Modifizierungen aufweist. Die Suite daneben wird als lokaler Observationsraum verwendet. Durchsichtige Acrylplatten wurden im Zugangskorridor und Bereitstellungsraum platziert, um zu verhindern, dass vom außen verlaufende Korridor aus eine direkte Sichtlinie in den Eindämmungsbereich besteht. Warnschilder, die die Anwesenheit von männlichem Personal im Areal untersagen, wurden im ganzen Eindämmungsbereich aufgestellt. Begründete Bitten um persönliche Gegenstände und Modifizierungen des Eindämmungsbereiches können nach der Genehmigung durch eine Autorität der Stufe 4 oder höher genehmigt werden. Bis heute hat SCP-166 um Folgendes gebeten: eine Ausgabe der Bibel, Dorey Rhymes, Challenger Revision, gewährt. Einen katholischen Rosenkranz, gewährt. Zugang zu einem katholischen Priester für die Durchführung von Beichten, Messen und anderen Sakramenten, abgelehnt. Verschiedene Bücher und Zeitschriften, hauptsächlich religiöser Natur, gewährt, setzt Überprüfung und Genehmigung der Inhalte voraus. Das Telefon zur Kontaktierung der Äbtissin des Nonnenklosters in Cornwall, England, gewährt. SCP-166 wird pro Woche eine Stunde Telefonzeit für nur diese Nummer gegeben. SCP-166 ist normalerweise zufrieden und bleibt in ihrem Quartier, solange sie mit Unterhaltung in der Form religiöser Materialien, Büchern, Fernsehen und Malutensilien versorgt wird. Als Belohnung für ihre Kooperation bei ihrer eigenen Einsperrung ist SCP-166 nicht öfters als einmal im Monat erlaubt, einen 12-stündigen Ausflug aus Standort 17 heraus zu einer in der Nähe liegenden unbewohnten Insel zu unternehmen. In diesen Fällen ist das begrenzte Entlassungsprotokoll 19a zu beachten, wobei zusätzlich die Beschränkung gilt, dass während des Transports kein männliches Personal in einem Umkreis von 500 Metern um SCP-166 herum erlaubt ist und dass während ihres Aufenthalts auf der Insel kein männliches Personal auf selbiger erlaubt ist. Da schon die leichteste Kleidung nach 45 Minuten konstanten Tragens zum Dekubiti, Druckgeschwüren, führt, ist es SCP-166 aus medizinischen Gründen erlaubt, nackt zu bleiben. Bekleidung und Bettlaken hat aus langstabliger Baumwolle zu bestehen und sollte wöchentlich gewechselt werden. Männlichem Personal ist es verboten, SCP-166 zu betrachten oder ihre unmittelbare Umgebung zu betreten. Zuwiderhandlung zieht hierbei sofortige disziplinarische Maßnahmen und möglicherweise Terminierung nach sich. Mindestens ein weibliches Personalmitglied muss zu jeder Zeit in angrenzenden Überwachungsraum anwesend sein und eine direkte visuelle Überwachung von SCP-166 per Sehschlitz oder Bildschirmmonitor mit geschlossenem Stromkreis zu gewährleisten. Um das Risiko der versehentlichen Einwirkung zu vermindern, sind alle Kameras und Fenster mit durchsichtigen Filtern auszustatten, die eine Ausschließung von mindestens 50% aller Details gewährleisten. Es sind keine permanenten Aufzeichnungen zu jedweden fotografischen Aufnahmen von SCP-166-Erscheinung anzulegen. SCP-166 benötigt mit Ausnahme von 1 Kubikzentimetern oral verabreichten menschlichen Spermas pro Woche keine Versorgung mit Nahrung. Zu diesem Zweck wurde mit einer örtlichen Samenbank eine Absprache getroffen. Beschaffung wird nur in Notfällen vor Ort durchgeführt. Trotz der Tatsache, dass SCP-166 keine weitere Nahrung benötigt, kann das Subjekt normale menschliche Nahrung verzehren und tut dies auch. Aufgrund von SCP-166 zahlreichen gesundheitlichen Problemen ist mindestens einmal pro Woche eine medizinische Untersuchung durchzuführen. Beschreibung: SCP-166 scheint ein weiblicher Mensch Ende seiner Teenagerjahre zu sein, welcher eine durchschnittliche Größe und einen schlanken Körperbau aufweist. Physiologische und medizinische Untersuchungen zeigen mehrere Abweichungen von der menschlichen Norm auf
worin eine erhöhte Wachstumsgeschwindigkeit der Haare, ca. 20 cm pro Monat, Verwundbarkeit gegenüber partikelförmiger Materie wie etwa Rauch oder Aerosolen, was Symptome ähnlich eines akuten Asthmaanfalls auslösen kann, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Dekubiti und eine Veränderung der Ernährungsbedürfnisse mit inbegriffen sind. SCP-166 besitzt einen ungewöhnlichen Effekt auf männliche Menschen. Sobald Sichtkontakt mit SCP-166 hergestellt wurde, versuchten 100% aller getesteten Männer sofort in Sexualkontakt mit dem Subjekt zu kommen, unabhängig davon, welche sexuelle Orientierung sie normalerweise besitzen. In rund 70% der Fälle ließ der Impuls nach, nachdem sie aus der Gegenwart von SCP-166 entfernt worden waren. In 30% dieser Fälle wurde das Verlangen allerdings zur Obsession, was zu gewalttätigen Versuchen des Zugriffs auf SCP-166 führte. Amnesika der Klasse A erwiesen sich in 43% dieser Fälle als wirksam. Beim Rest war eine Terminierung erforderlich. SCP-166 ist ob ihres Effekts auf Männer sehr besorgt, nicht zuletzt wegen ihres Strebens nach einem monastischen Leben, basierend auf den Prinzipien der Keuschheit, Armut und Gehorsamkeit. Aus diesem und anderen Gründen ist der Kontakt von Menschen mit ihr streng verboten. Anhang 166-A – Umstände der Ingewahrsamnahme. SCP-166 wurde ursprünglich in einem Nonnenkloster in Cornwall, England, aufgefunden. Nach Angabe der Nonnen war sie ursprünglich von einer Person ohne Erkennungsmerkmale bei dem Kloster abgegeben worden. Die Person behauptete, sie sei die Nachkommin einer alten Kreatur mit großer Macht und hinterließ Instruktionen für ihre Pflege. Bis heute sind sämtliche Versuche, die Mutter ausfindig zu machen, erfolglos geblieben. SCP-166 wurde von den Nonnen in einer klösterlichen Umgebung aufgezogen, bis sie ihn versehentlich in das Sichtfeld eines jungen Mannes, Subjekt A, geriet, welcher sich in das Kloster geschlichen hatte, um eine der Novizinnen zu besuchen. 3 Tage später wurde Subjekt A gewalttätig und griff im Versuch, sich Zugang zu SCP-166 zu verschaffen, das Kloster an. Subjekt A tötete eine Nonne und verletzte 3 weitere schwer, bevor es gewaltsam neutralisiert wurde. Ein Foundation-Agent, der einen lokalen Priester wegen einer hiermit nicht in zusammenstehenden Angelegenheit konsultiert hatte, hörte von dem Vorfall und begab sich zum Ort des Geschehens. Als auch er verliebt wurde, brach der Agent sofort sämtliche Kontakte ab, begab sich in Haft und forderte bei der Kommandostelle die Übernahme der Ingewahrsamnahme durch eine weibliche Agentin an. Agent Beatrice Maddox trat kurz darauf mit der Mutterabtei in Verbindung und verhandelte den Transfer von SCP-166 in eine Foundation-Einrichtung zur Eindämmung und Erforschung. Nachtrag 166-E. Text eines Briefes, der in SCP-166-Zelle platziert worden war, Ursprung unbekannt. Liebe, ich traf deine Mutter das erste Mal, als sie ein Mädchen war. Sie hatte Hufe als Füße und Sternenlicht in ihren Augen. Sie war Schönheit und Natur, und ich habe sie mit meinen eigenen Händen getötet. Eden ist kein Ort. Es ist ein Zustand des Seins. Sie wollten uns dahin zurückbringen. Ich habe sie aufgehalten. Ich habe uns zum 2. Mal das Paradies genommen. Ich habe keine meiner Handlungen an diesem Tag je bereut. Bis auf ein. Dass du, als du mich an diesem Tag zum 1. Mal trafst, sahst, wie dein Vater deiner Mutter eine Kugel in den Kopf jagte. Ich mache keine Ausflüchte. Ich liefere nur eine Erklärung. Ich hoffe, du verstehst, was ich tat. Ich hoffe, du vergibst mir. Ich liebe dich. Ich wünschte, ich hätte mehr für dich tun können. Das Beste, was ich tun konnte, war, dich in den Händen von freundlichen und liebenden Leuten zu lassen und zu hoffen, dass sie dich an meiner Stadt großziehen würden. Gegeben dem, was ich gesehen habe,
haben sie gute Arbeit geleistet. Es tut mir leid, dass du nicht bei ihnen bleiben konntest. Es tut mir leid, dass sie dich an diesen Ort gebracht haben. Ich verspreche, mein Bestes zu geben, um sicherzustellen, dass dein Aufenthalt hier angenehm ist. Ich verspreche, dich zu beschützen. Fröhlicher 16. Geburtstag, Schatz. Dein Vater. Persönliche Auswertung. Hallo, ihr Verrückten, und herzlich willkommen zur Auswertung vom Archivar des SCP-Archivs, mal wieder zu Gast. Und oh mein Gott, SCP-166, ich bin so dankbar, diese Auswertung machen zu dürfen. Ihr habt keine Ahnung. Oh mein Gott. Ihr habt keine Ahnung, warum ich es überhaupt so faszinierend finde. Das muss ich euch erst erzählen. Ah, so viel zu sagen. 166 als solches, als SCP, finde ich grausam. In erster Linie dem SCP selbst gegenüber sehr, sehr grausam. Und ich kann verstehen, dass es bei Nonnen aufgewachsen ist und bin froh, dass es das ist. Denn das ist wirklich kein Leben. Ich glaube, sie ist sehr unglücklich. Nicht nur mit sich und mit der Welt, sondern auch damit, dass sie jetzt in der Foundation ist. Sie wäre wahrscheinlich am liebsten in einem Kloster geblieben, aber auf der anderen Seite war da wiederum das Risiko zu groß. Ich denke, sie wird auch gelegentlich suizidale Gedanken gehabt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihr Leben wirklich für lebenswert halten kann unter den Bedingungen, unter denen sie lebt. Wenn doch, Hut ab. Aber man bedenke die letzte Nachricht in diesem SCP, dieser Brief von ihrem Vater. Was ihr nicht wisst, ich aber schon, ist ihr Name. Epon oder Ipon. Das weiß ich daher, dass es noch eine Verlinkung in diesem SCP gibt. In dem Dokument, das Kathi und ich hier vertont haben, gibt es einen Link über den Worten Your Father. Also dieses Dein Vater, dieses gezeichnete Dein Vater am Ende des Briefes ist ein Link. Und dieser Link führt zum Abschiedsbrief von Dr. Alto Cleff, der in diesem Brief beschreibt, dass er Selbstmord begehen möchte. Wer es nicht weiß, Cleff ist so auf der Meta-Ebene jetzt mal gesprochen. Cleff ist einer der Administratoren und Gründerväter der SCP Foundation, der englischen ursprünglichen originalen SCP Foundation. Cleff war das zusammen mit Dr. Bright, den kennen die meisten vermutlich von SCP-963, wodurch er unsterblich wurde. Und die Dinge, die Dr. Bright in der Foundation nicht tun darf. Und neben Cleff und Bright gab es noch Crow, Kane Pathos Crow, der mehr oder weniger Gründer des Olympia Projects. Dr. Kondraki, von dem ich gerade gar nicht so viel weiß aus den Gedanken. Und ein Dr. Wright, der ist mir allerdings auch nicht so geläufig. Mit dem hatte ich jetzt auch nicht so viel zu tun. Das sind so quasi diese Gründerväter der SCP Foundation. Die gibt's wirklich, das sind wirklich Menschen, deren Pseudonyme die sind. Aber die haben sich auch als Doktoren in die Foundation geschrieben. Und die haben wirklich sind wirklich integraler Bestandteil der Foundation und des Universums. Und in diesem Brief verändert sich alles, in diesem Abschiedsbrief. Ich war so schockiert, als ich den gelesen hatte. Ich kannte den nicht, ich kannte den Inhalt nicht. Ich wusste nicht, dass er existiert, und der hat mich sowas von aus den Socken gehauen. Da stand zum einen drin, dass Dr. Cleff, der Cleff, anscheinend ursprünglich für die Global Occult Coalition, die GOC, eine andere Interessensgruppe gearbeitet hat und von dieser geflohen ist zur SCP Foundation, um zu verhindern, dass seine Frau, ein SCP, getötet wird. Also nicht seine Frau, aber die er liebt. Das ist die, von der im Abschiedsbrief nämlich auch die Rede war, die Mutter von SCP-166, denn er ist der Vater von SCP-166. Und außerdem hat er da reingeschrieben, dass er höchstpersönlich Crow erschossen hat, also Dr. Crow, ihn erschießen musste, dass Bright, Dr. Bright, zur Serpent's Hand gewechselt ist, geflohen ist und es geschafft hat zu sterben. Außerdem ist Dr. Kondraki in der Psychiatrie bzw. in der psychiatrischen Abteilung der Foundation als Patient und Dr. Wright ist mit irgendeinem Ding verschmolzen.
Dieser eine Brief hat alles über den Haufen geworfen, was ich über die Foundation wusste quasi. Ich war wirklich erschüttert. Also ich spoilere jetzt ein bisschen, denn das, was ich jetzt gerade erzähle, diese Geschichte, dieser Brief, könnt ihr bei mir auf dem Kanal hören. Den habe ich, ich weiß gerade nicht, wann diese Auswertung für euch hörbar ist, an welchem Tag, wird entweder jetzt schon online sein und Kathi hat es schon verlinkt oder kommt zum nächsten Upload-Tag von mir. Also, ihr könnt es euch anhören und wer nicht gespoilert werden will, sollte vielleicht ausschalten, aber ich werde auch nur rudimentär das Wichtigste sagen. Hört es euch auf jeden Fall an. Er hat außerdem in diesem Brief reingeschrieben, dass er selbst dafür gesorgt hat, dass SCP-343 nicht mehr einfach so durch die Foundation laufen kann. Er hat ihn scheinbar, so liest es sich für mich, so hört es sich für mich raus, verkrüppelt. 343, Gott, wer sich vielleicht erinnern kann, habe ich auch vertont, könnt ihr bei mir nachgucken und nachhören. Und SCP-239, das ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt jetzt auch schon vertont habe oder noch sehr bald vertonen werde, das Hexenkind, Hexenmädchen, ich glaube Witchchild heißt sie, im Englischen, hat er getötet. Mit einem Mix aus unterschiedlichen Säuren hat er sie vergiftet, in diesem Sinne, sodass sie geschmolzen ist. Ja. Ach, und ich habe noch einen vergessen, einen Dr. Gears gibt's noch. Dr. Gears ist auch noch einer der Gründerväter der Foundation. Ich glaube, da waren sogar noch ein, zwei. Die fallen mir jetzt gerade wieder ein. Dr. Gears wurde auch kurzzeitig erwähnt in dem Brief, aber nur beiläufig. Ja. Aber es ist wirklich, wirklich krass, was er da alles schreibt. Es wirft ein völlig neues Licht auf die komplette Foundation, auf den kompletten Aufbau der Foundation. Auch hat er geschrieben, dass er mit keinem SCP interagieren kann. Als er mit 914 interagieren wollte, 914 sind die Uhrwerke, damit kann man Objekte entweder verbessern oder in seine Einzelteile zerlegen. Als er 914 benutzen wollte, ist es fast kaputt gegangen. Er kann nicht mit SCPs interagieren. Übernatürliche SCPs, alles was im Entferntesten übernatürlich ist, sieht er nicht und die können ihn wiederum nicht sehen. Viele haben ihn deswegen in der Foundation für einen Reality-Bender, also jemanden, der die Realität verbiegen kann, verändern kann, gehalten. Tatsächlich ist er aber, wie er selbst sagt, ein Realitätsanker. Er ist ein Anker für all das Normale sozusagen. Er ist das Einzige, was der Foundation, oder er ist eines der Dinge, die die Foundation quasi auf dem Boden der Tatsachen hält. Und vor diesem Wahnsinn, den die SCPs darstellen, schützt. Das ist sehr, sehr, sehr interessant geschrieben und wirklich sehr faszinierend anzuhören. Er konnte in seinem ganzen Leben mit nur 3 SCPs interagieren. Und das waren die Mutter von SCP-166, ein Name mit D, wie er selbst es überlegen musste. Ich weiß leider auch nicht mehr, wie er jetzt hieß. Ich habe es leider nicht notiert. Ipon, seine Tochter, SCP-166 und SCP-239. Und das finde ich wow. Also einfach wow. Alles, was er da geschrieben hat, was da geschrieben steht, ich bin baff. Ich muss das jetzt erst verarbeiten. Ich bin jetzt, nachdem ich das herausgefunden und durchgelesen hatte, direkt in die Kabine gestürmt und habe diese Auswertung aufgenommen. Oh. Wow. Kleff, ey. Es gibt ein Ende zu diesem Brief und eine Beschreibung, was danach passierte. Die will ich hier nicht spoilern, dafür bitte gerne bei mir vorbeihören und einfach mal anhören im Ganzen. Ihr werdet es nicht bereuen, dafür werde ich sorgen. Ja, so viel zu SCP-166. Ich bin immer noch schockiert und erschüttert, aber ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut! Ein kurzer Nachtrag. Ich habe nochmal nach der in SCP-166 erwähnten Agentin Beatrice Maddox gesucht und sie ist nochmal 2-mal in der Foundation aufgetaucht. Einmal in einem Log, den habe ich nur überflogen, da ging es um einen Agenten bei Pandora's Box, also bei der Initiative Büchse der Pandora. Das ist die Initiative, bei der SCP-073, hoffe ich, war es, oder 076, auf jeden Fall Abel, Iris, SCP-105, für Einsätze eingesetzt wurden, also zusammen mit einer MTF.
Bei einem dieser Einsätze mit Abel ist Beatrice Maddox gefallen, wurde dort erwähnt. Mehr habe ich leider nicht dazu über sie herausgefunden. Es steht wirklich nur beiläufig dabei, dass sie gefallen ist. Und bei SCP-297, den ich auch vertont habe, der stählerne Dan, ist in der Bildunterschrift auch ihr Name zu lesen. Und zwar ist sie diejenige, die ja den stählernen Dan in Händen hält und demonstriert. Das ist mir noch aufgefallen und das wollte ich auch noch erwähnen. Das war's jetzt damit aber auch wirklich und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut!